Aufgepasst, Saarland. Es gibt etwas ganz Neues bei Globus. Und das ist so wahnsinnig, dass Oliver Kraus zu mir gesagt hat, Sven, du musst das unbedingt mal zeigen. Es ist Just Spices. Und ich zeige das mal gerade. Es sind Gewürze. Und auf den Gewürzen sind Personen abgebildet. Und die Personen, die sind nicht nur aus Werbezwecken da, sondern da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Hallo, ja, Oliver. Ja, hallo, Sven. Grüß dich. Ja, Just Spices, ein junges Startup-Unternehmen, ist uns jetzt auch erst vor einigen Wochen bekannt geworden. Und wir haben gesagt, wir wollen mit denen zusammen was machen, weil das ist so klasse. Die drei Jungs, die das Unternehmen gegründet haben, die sind mal in der Welt rum und haben mit denjenigen gekocht, die hier auf diesen Verpackungen drauf sind. Und das ist das ganz Tolle da hinten dran. Also das ist jetzt nicht, so wie du gerade gesagt hast, einfach nur ein Marketing-Gag und sagen, naja, es sind jetzt einfach irgendwie so ein paar Gesichter da drauf, sondern das sind alles wirklich real lebende Personen aus den Ländern, wo sie unterwegs waren und die entsprechenden Gewürze zusammengestellt haben. Okay, das heißt, hier ist ein kleines Kind drauf, das heißt auch Rührei-Gewürz, da hat das Kind denen auch erzählt, ich mag das besonders, wenn... So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also wir wissen halt von den dreien, dass sie in drei Ländern unterwegs waren. Und überall da, wo sie waren, haben sie vor Ort mit denjenigen gekocht zusammen. Und die hier auf den Verpackungen drauf sind, also jetzt nicht unbedingt die Kinder hier, aber die haben ihnen dann erklärt, die Gewürze, und haben dann entsprechend was draus gemacht. Und ich meine, da gibt es dann eine Story. Die haben Fotos davon gemacht wahrscheinlich. Ja, natürlich, genau. Fotos gemacht und haben dann gesagt, okay, wir wollen ganz besondere Gewürze machen. Das sieht man auch. Wir haben das so ein bisschen mal hier zusammengestellt. Natürliche Zutaten ohne Geschmacksverstärker. Das sind natürlich extra mit einer frische Membran haben wir hier natürlich. Das ist ein Verpackungsthema. Aber sie haben wirklich versucht, hier 100% Geschmack in die Gewürze reinzubringen. Und ich glaube, das ist ihnen gelungen, weil ich selber habe jetzt auch schon mal das ein oder andere Gewürz ausprobiert. Das ist eine ganz tolle Geschichte und es verkauft sich auch schon sehr gut. Genau, das heißt, die Mengen sind auch ordentlich. Das heißt, man kriegt was für sein Geld. Ja. 55 Gramm zum Beispiel, damit kann man was anfangen. Aber im Vergleich zu den traditionellen Gewürzen, die ja auch nicht billig sind, wenn man Markengewürze sieht, ja. Pfefferkörner für 7,49 Euro und so, die gibt es dann, kriegt man hier richtig was geboten und hat natürlich auch ein ganz tolles Geschenk. Du hast mir erzählt, die reißen dir das quasi aus den Händen im Moment. Ja, so ungefähr. Wir haben ja hier das nochmal gesondert platziert. Und man muss eins sagen, erstmal die Verpackung fällt ja wirklich jetzt auf. Auch durch die leuchtenden Farben ist das was Besonderes. Wir haben es ein bisschen rausgestellt auch nochmal. Ganz interessant, die Firma gab es ja vorher nur im Internet. Und im Internet wurde natürlich auch schon sehr viel gekauft. Und wir sind froh, dass wir es jetzt haben, weil viele ja schon so ein bisschen drauf gewartet haben. Wann gibt es denn das auch bei uns? Und jetzt haben wir es halt da. Und da sind da ganz ausgefallene Sachen, wie zum Beispiel, schau mal hier, Berry-Joghurt-Spice. Ne? Also auch so ein bisschen was zum Würzen für Joghurts. Ja, das findet man ja auch nicht so oft. Also es sind schon ein paar ausgefallene Sachen dabei. Und da kann jeder einfach mal durchschauen. Da gibt es einiges, was man da auch mal, vor allen Dingen sehr intensive Gewürze, die da wirklich auch schön aufgemacht sind. Super, Oliver. Das Ganze findet man im Globus in Saarlouis. Genau. So, und dich findet man in der Dieselstraße. Du hast besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten. Wie sind die? Ja, von 8 bis 20 Uhr, von Montag bis Samstag. Genau, mehr geht fast nicht, muss man sagen. Also ihr seid ein richtiger großer Einkaufsmarkt. Ihr habt wie viele Quadratmeter? Ja, 12.500 Quadratmeter Verkaufsfläche haben wir und haben noch 2.000 Quadratmeter Mieter, also Konzessionäre, die uns umranden und damit kann man, glaube ich, einiges anfangen. Globus und Saarlouis, Just Spices, neu bei Globus. Wir haben es vorgestellt, eine ganz tolle Idee. Das findet man übrigens. Hier vorne ist nämlich die Fleischtheke. Wenn Sie sich einfach nur an die Fleisch- und Wursttheke orientieren, direkt gegenüber, da wo es natürlich auch hingehört, oder Oliver? Genau. Und in Anbindung zu Obst und Gemüse, dazwischen haben wir es stehen. Und da findet es auch, glaube ich, jeder, weil es auch direkt im Hauptgang platziert ist. Vielen, vielen Dank, Oliver. Ja, danke dir. Tschüss.